Hallo und herzlich willkommen zurück zu Titan Quest Immortal Throne. Ja, mit neuer Kamera. Wie ihr seht, ich finde die Aufnahme ist jetzt besser. Also die Videoaufnahme. Wer gerne meine erste Unboxing-Folge sehen möchte und warum ich die gedreht habe, kann gerne mal, jetzt muss ich mal schauen, ja, da oben mal rauf. Darauf klicken, da erzähle ich euch das. Außerdem habe ich einen neuen Hintergrundbildschirm, ein bisschen Heimat. Ja, so sieht meine Heimat mit aus, um welche Stadt es sich handelt. Da hatte ich auch schon mal die Frage gestellt in meiner Unboxing-Folge. Was glaubt ihr denn, um welche Stadt handelt es sich? Es ist eine Aufnahme mitten aus der Stadt, also fast aus dem Zentrum. Das Zentrum selber ist nur vielleicht 100 Meter entfernt. Na? Aber zurück zu Titan Quest. Wir wechseln mal ins Spiel mit rein. So. Ja, neue Aufnahme. Starten wir mal. Ja, wir sind immer noch mit unseren Noob oder Noob. Muss ich mir sagen lassen. Noob. unterwegs. Auf Stufe 38. Ich starte. Ja, mit der neuen Kamera musste ich auch den Sound neu einrichten. Ich hoffe, dass mein gesprochenes Wort und die Hintergrundmusik so einigermaßen erträglich sind. Ja, bei der letzten Folge hatte ich so einen kleinen Blackout. Mir ist nicht mehr eingefallen, hier dieser Menelaos, der König mal mit war, ist mir denn doch nochmal eingefallen, sag ich jetzt aber nicht mehr, dann blamiere ich mich letztendlich vollends. Ja, aber, ja, werdet ihr wohl. Aber um mal wieder zurück kurz ins Spiel zu kommen, ich würde jetzt hier an der Stelle mal noch nicht weitermachen. Vielleicht ist das jetzt auch so eine Art kleines Special. Wir müssen ja noch ein paar Nebenaufgaben erfüllen. Und zwar müssen wir dazu wahrscheinlich nochmal zurück. Das ist mir das letzte Mal auch schon aufgefallen und ich glaube, in den Kommentaren stand es auch mal damit drin. Hier in den Nebenaufgaben ist noch was zu erledigen. Ich hoffe, ich bin nicht allzu groß. Ich erscheine etwas riesenhaft zu sein. Ich nutze schon den Skill, den ich später mal nutzen möchte. Hier, ne? Hier. Die Kolossform. Also ich bin bereits zum Koloss erwachsen. Da muss ich ein bisschen kleiner stellen. Ich lasse es jetzt mal so. Ich unterbreche das jetzt nicht und mache dann aber in der nächsten Folge mich etwas kleiner. Ja, war, oder? Oder geht das so? Ich lasse das erst einmal so. Ach nee, das ist ja gar nicht. Doch. Nee, ist ein Brunnen der Wiedergeburt, wa? Mehr ist das nicht. Ich müsste jetzt hier ein Portal öffnen. Und ich müsste irgendwie mal zurück. Ich glaube, hier die Ebenen des Gerichts. Das ist doch die Stadt der Toten. Genau, die Stadt der Toten. Und da muss ich hier raus. Muss ich mal gucken. Hier ist ja der Ausgang. Und dann komme ich, jetzt muss ich mal gucken, die Ebenen des Gerichts, ob wir uns hier irgendwo in den Nähen der Salzseen befinden. Das sind diese hier, ne? Das sind doch hier die Salzseen. Und ich glaube, hier haben wir noch nicht alles erforscht. Hier ist ja noch irgendwas verborgen. Hier seht ihr das. Und ich glaube, das brauchen wir zur Erfüllung von ein paar Aufgaben. Ein paar Aufgaben, eigentlich einer, ne? Nämlich dieser hier, eine Einladung. Na, hier stand ja sowas wie finde und zerstöre die Karawane. Und es kann sein, dass sich die Karawanen genau hier verbergen. Das werden wir jetzt mal versuchen herauszufinden. So. So. Das hatte ich nämlich übersehen, glaube ich. So. Naja, bewegen wir uns mal hier so mit lang. Na toll. Na toll. Seht ihr das hier? Ganz knapp war das. So, erste. Oh.
Da kommen ein paar Dämonen raus. So, Nummer 2 und Nummer 3. Nebenaufgabe aktualisiert. Eine Einladung. Also ganz knapp übersehen. So geht mir das immer. So geht mir das immer. Na? So, zurück wieder. Ne? Wir haben die Aufgabe aktualisiert. Wo muss ich jetzt lang? Ach, hier rum. Na komm, die kleine Kiste, die öffnen wir mal. So. Dann gehen wir mal wieder zurück. Ach nee, nicht da, sondern hier. So, und jetzt muss ich mal gucken, wer hatte denn diese Aufgabe hier? Der hier. Der hier, ja? Diese Karawane wird das Ende der Straße nicht erreichen. Nimm deine Belohnung und sorg dafür, dass keiner behauptet, der Widerstand habe seine Schulden nicht bezahlt. Ich habe noch andere Aufgaben, falls du Interesse hast. Oh, jawohl, haben wir schon mal 25.000 Punkte Erfahrung dazu gewonnen. Und jetzt hat er die nächste Aufgabe. Uns ging es schlecht, aber wir haben Freunde. Ich mag dich und es gibt jemanden, den du treffen solltest. Dafür brauchst du aber die richtigen Anweisungen. Wir können nicht jeden zu Koitonymos bringen. Moment, vergiss diesen Namen. Gehe und suche einen Schatten namens Pylades. Wenn er dich mag, kannst du vielleicht unser kleines trojanisches Pferd sehen. Eine Informationsquelle. Ich habe dir einen Auftrag gegeben. Ob du ihn... Pylades. Den anderen Namen sollten wir ja vergessen. So, befindet der sich hier auch? Mal gucken. Hier stand doch hier hinten immer noch einer rum. Ja, Pylades. Kallikrates ist ein blutendes Herz. Er sorgt sich um die Zukunft seines Volkes. Ich sorge mich um meine eigene Zukunft. Ich möchte deine Hilfe annehmen. Aber du solltest dich selbst fragen, was du bereit bist zu tun. Wenn du weitermachen möchtest, dann solltest du Koitonymos treffen. Er hat immer eine Aufgabe für Willige. Du findest ihn im unteren Dämonenlager. Erkennen kannst du ihn an seinem Hautzustand. Ah, alles klar. Vielen Dank für die Hinweise, Tipps, die ihr mir gegeben habt. Hätte ich fast übersehen. Und dürft ihr mir gerne geben. Na? Irgendwie wäre ich ja denn doch nochmal, ich möchte natürlich alle Nebenaufgaben erfüllen. Und die Einladung, die hatte ich ja noch nicht erfüllt. Jetzt haben wir das getan. Und wir haben nun eine Informationsquelle hier dazu bekommen. Könnt ihr das noch sehen? Ja, das seht ihr noch. So, und hier steht, die Schatten auf diesen Ebenen sind keine Helden, aber sie wehren sich gegen die Dämonenarmee so gut sie können. So, dieserjenige Kallikrates, so heißt er genau, sagt, dass jemand namens Koitonymos, der Kopf hinter diesen Aktionen ist. Pylades sagt, dass er irgendwo im unteren Dämonenlager zu finden ist. Suche in diesem Dämonenlager nach diesen neutralen Dämon. Genau, das war der nämlich, mit dem wir in irgendeiner der vergangenen Folgen schon mal gesprochen haben und der sagte, wir sollten ihn zufrieden lassen. Na? So, wir haben hier immer noch den Portalstein aktiviert, deswegen möchte ich jetzt hier keinen neuen öffnen. Jetzt muss ich mal bloß überlegen, wo dieses untere Dämonenlager war. So, ich kann hier nochmal auf die Karte schauen. Die nützt uns jetzt natürlich nichts. Na, dann gehen wir eben hier mal drauf. Wir waren jetzt, gehen wir mal zum Turm des Gerichts, ne? Oder Ebenen des Gerichts sind wir doch jetzt. Müssen wir zum Turm des Gerichts. Wir gehen mal dahin. Mal sehen, ob wir hier... Pfad des Schreckens. Ob wir hier näher dran sind. Nee, sind wir nicht, oder? Müssen wir uns doch wieder durchkämpfen? Nehmen wir doch die Ebenen des Gerichts. So. Gehen wir doch nochmal hier raus. Ich glaube, das wird der kürzeste Weg sein. So, hier wieder lang. So. So, jetzt können wir ja die Karte hier wieder öffnen. Ist das das untere Dämonenlager hier? Das hier, ne?
Das ist das untere Dämonenlager, das müsste es sein. Das heißt, wir müssen jetzt hier durch, dann können wir hier doch mal gleich nochmal was gucken. Ja, vielleicht haben wir ja dann doch nochmal etwas übersehen. Ah, dieses kleine Stückchen hier, das kann ja wohl nicht wahr sein. So. So, dann wandern wir doch hier gleich auch nochmal mit ab und dann entdecken wir hier noch eine Kiste mit lilanen Gegenständen drinne. So. Kommen wir hier auch lang? Nee, da kommen wir nicht lang. Haben wir hier vielleicht noch ein Geheimnis? Hier kommen wir auch nicht lang. Dann bleibt uns das hier wahrscheinlich verborgen. So, ich lasse mal die Karte kurz mit an. Vielleicht haben wir hier auch eine Abkürzung. Ja, sieht so aus. So, dann bewegen wir uns. Nee, hier kommen wir nicht weiter. Wir müssen hier über. Was ist es hier? Über diese Agora. So, hier. Und dann hier wieder runter. So. Da oben bewegt sich nach einer Aufgabe. Kondor der Mächtige. So. Huch. Wann nehmen wir das mal mit? So. Da kommen wir aber. Gut, okay. Wen haben wir denn hier? Sind das auch irgendwelche Aufgaben? So, jedenfalls sind wir jetzt wieder im, jawohl, im unteren Dämonenlager. So. Ach ja, wir haben ja Energietränke in der Zwischenzeit wieder geholt. So, jetzt muss ich mal gucken. Hier unten ist er doch, ne? Da. Da ist er. Stand der Name vorher auch schon da? Bin mir gar nicht so sicher. So, jetzt können wir nochmal mit ihm sprechen. Mal sehen, was er zu uns zu sagen hat. Ein Menschenheld und noch nicht einmal tot. Erst kommen die Schatten zu mir, um Hilfe für ihren kleinen Widerstand zu bekommen. Und jetzt will ein Sterblicher mir einen Gefallen tun. Natürlich. Schön. Es gibt einen Abgesandten, der eine wichtige Nachricht zu Prosea in der Oberwelt bringen soll. Zunächst soll er zum Lager der Dämonenarmee. Sehr wahrscheinlich wirst du ihn jetzt im Tal der Klagen antreffen. Töte den Abgesandten und bring mir die Nachricht. Ich kann die Informationen für meine zukünftigen Ziele gebrauchen und für die Ziele des Widerstands. Okay, muss ich doch noch mal kurz nachschauen. Eine Informationsquelle. Was steht hier drin? Die Schatten auf diesen Ebenen sind keine Helden, aber sie wehren sich. Ach, das hatten wir schon gelesen. So, dieser Keutonimos ist der Kopf hinter der Aktion. Selbst ein Dämon. Er scheint bereit zu sein, sich gegen sein eigenes Volk zu wenden. Er sagt, dass ein Bote mit wichtigen Informationen zur Vorhut der Dämonen unterwegs ist und durch das Tal der Klagen ins Lager kommen wird. Fange diesen Boten ab. Und nimm ihm die Botschaft ab. Okay, der nächste Weg ist also Tal der Klagen. Alles klar. So, jetzt habe ich hier noch ein paar Heldenmonster gesehen. Aber ich glaube, die hatten wir schon besiegt. Ja. Die tauchen jetzt hier wieder auf. Und wahrscheinlich kriegen wir jetzt hier wieder einen Frost. Ein Froststein. Genau. Den haben wir ja schon. Genau. So, und hier, was war das für einer? Den hatten wir auch schon besiegt. Na. Können wir gerne nochmal machen. So, das bringt uns aber jetzt nicht mehr, ne? So, ich denke mal, wir müssen wieder durch das Lager durch. Wir lassen jetzt mal einfach die. Tal der Klagen war das, ne? Tal der Klagen. Aber ich glaube, jetzt ist das eher linear. Wieso kommen wir jetzt denn hier nicht weiter? Na toll.
Das war eine Belagerungsmaschinerie und keine Brücke, wie ich gedacht habe. So, aber jetzt gehen wir mal den Weg hier weiter. Hier hinten ist es verdeckt. Ach, das war ja auch geschlossen, stimmt. Wir müssen ja hier weiter. So, und hier unten lang, da müssen wir weiter. So, wir waren jetzt im oberen Dämonenlager. Was ist denn hier schon wieder? Tal der Klagen. Ach, das ist hier der. Da haben wir ihn, ne? So. So, jetzt machen wir die mal weg. Das war der Bote. So, jetzt nehmen wir ihn mal. Ah, die Dämonenschriftrolle. Naja. Jetzt müssen wir wieder zurück. Dann machen wir das mal. So, ich lasse die Karte wieder mit an. So. Da kann ich mich erstmal ein bisschen besser orientieren. So, kommen wir hier vorbei? Ne, hier lang. So. So, hier rum. Jetzt kommen wir gleich wieder ins untere Lager. So, gehen wir den Weg hier durch. So, da unten wartet er wieder. Kommen wir hier. Ne, kommen wir da lang? Ne. Gehen wir hier außen rum. So. Na komm, jetzt werden wir ein bisschen metzeln. So, hier auch noch. So, na, wenn wir uns jetzt hier ein bisschen Mühe gegeben haben, oder so viel, na, komm schon, so viel Mühe gegeben haben, dann nehmen wir auch die kleine Kiste hier mit. So. Nichts zu holen. So, und jetzt sind wir wieder beim Dämon zurück. Mal sehen, was er uns jetzt zu erzählen hat. Wir übergeben ihm die Nachricht wahrscheinlich, ne? Ich habe einen meiner stärksten Boten mit dieser Nachricht geschickt und doch hast du ihn besiegt. Gute Arbeit. Jetzt kann der Widerstand diese Information nutzen, um eine weitere Versorgungslinie zu überfallen. Und der Überfall kann nicht mit mir in Verbindung gebracht werden. Immerhin wurde die Nachricht von einem Sterblichen abgefangen. Genau, ne? So, aktualisiert. Wir haben wieder eine Belohnung bekommen. Essenz von Odysseus Gewitztheit. Das haben wir ja auch schon häufiger erhalten. So, wir haben die Informationsquelle, auch diese Nebenquest, beendet. Genau. Na, jetzt haben wir ja noch Admetus bei den Toten und Hades Schatzkammer immer noch offen. Ich glaube, für Hades Schatzkammer, da brauchen wir noch einige Steine. Und bei Admetus bei den Toten, das weiß ich jetzt auch nicht, was hier jetzt noch zu machen ist. Wir sollen jemanden in Admetus wahrscheinlich in Elysion suchen. Okay, da sind wir ja in der Zwischenzeit gelandet. Das hat also wahrscheinlich noch einen Moment Zeit. Jawohl, gut, dann haben wir das soweit auch durch, ne? Und konnten diese Nebenquest mit abhaken. Damit würde ich die Aufnahme an der Stelle kurz beenden, weil wenn ich jetzt hier rausgehe und wieder reingehe, dann starten wir wieder bei dem Punkt, wo wir diesen Portalstein hier eröffnet haben. Ja, vielen Dank dann nochmal fürs Zuschauen bei dieser ersten Folge, dieser Aufnahme vom 30.12. Mit neuer Kamera. Vielleicht mache ich jetzt das Bild bei der zweiten Aufnahme gleich nochmal ein bisschen kleiner. Wir sehen uns dann gleich wieder. Ne? Bis dahin, macht's gut. Euer Biert, euer Biert Man. Tschüss, Leute.